Sie haben Wahretoft erreicht und stehen im Ortskern an der Gabriels- und der Kirchenwarft. Auf der Kirchwarft befindet sich das Wahrzeichen des Ortes, die 1703 gebaute St. Laurentiuskirche. Ein erster amtlicher Nachweis an der Kirche in Wahretoft stammt aus dem Jahre 1462. Sie wurde 1635 durch einen Brand zerstört und durch einen Neubau ersetzt. 1668 wurde auch der Neubau durch ein Feuer beschädigt. Der Bau der Kirche in ihrer heutigen Form wurde mit Unterstützung der Herzöge von Gottorf 1703 begonnen und vom Bischof von Lübeck vollendet. Eine Steinplatte in der Kirche erinnert daran. Die Kosten für den Bau wurden durch eine Umlage je Pflug, durch den Verkauf von Kirchenplätzen und durch die eigene Kollekte aufgebracht. Den Eingangsvorbau erhielt die Kirche 1855. Zudem wurde der Glockenturm mit einer Holzverkleidung versehen. Das farbenprächtige Fenster Guter Hirte wurde 1909 von der Familie Hansen aus Chicago gestiftet. Da die ursprünglichen Glocken zersprungen waren, erhielt die Kirche 1926 eine neue Kirchenglocke. Das Fenster Der verlorene Sohn wurde 1950 von Auswanderern gestiftet. 1983 erfolgte die Erneuerung des Glockenstuhls. Ursprünglich stammt der spätgotische Flügelaltar der St. Laurentiuskirche aus der damaligen Kreisstadt Tondern. Er gelangte als Geschenk 1703 nach Wahretoft, weil die Tonderaner Kirche einen Barockaltar erhielt. Ein weiteres Wahrzeichen Wahretofts liegt gegenüber der St. Laurentiuskirche auf der Gabrielswarft. Das Hans-Mommsen-Haus ist das 1712 erbaute Geburts- und Wohnhaus des nordfriesischen Universalgelehrten Hans Mommsen, der von 1735 bis 1811 lebte. Das Hallighaus ist heute das älteste Wohnhaus im Ort. Ein Besuch kann nur empfohlen werden. Erwähnenswert ist auch das Haus der Geschichte Wahretofts, das Jens-Lützen-Haus auf der Volzwarft. Die Wahretofter sind sehr vielseitig engagiert. Unter anderem befinden wir uns hier in einem der Zentren der friesischen Sprache. Das Bökinghader Friesisch wurde hier in Wahretoft insbesondere an der ehemaligen Hans-Mommsen-Schule gepflegt. Bereits vom Kindergartenalter an erhielten alle Kinder Friesischunterricht. Für die Erlangung der notwendigen Sprachpraxis stand dabei jedem Kind ein erwachsener Muttersprachler als Pate zur Seite. Wenn Sie ausreichend Zeit mitbringen, empfehle ich Ihnen eine Wanderung auf dem dorfgeschichtlichen Wanderweg mit historischen Stationen, der vom Heimatverein Dagebüll unterhalten wird. Wenn wir unsere Reise nun fortsetzen, kommen wir zunächst am Botschlotter See vorbei. Hier sollten Sie die Informationsstation am Botschlotter See über Deichbau, Landgewinne und Küstenschutz besuchen. Anschließend geht es weiter nach Weigard. Weigard ist mit etwa 60 Einwohnern der kleinste Ortsteil der Gemeinde. Weigard war vor 1574 eine Hallig in der Dagebüller Bucht. Dies ist heute noch an den Warften in der Siedlungsstruktur erkennbar. Bis 1577 wurde der Ort mit dem Bau eines Seedeiches landfest gemacht. Heute besteht Weigard aus der Großwarft Süderweigard, aus Norderweigard, Weigard-Deich und Bollhaus. Ich empfehle Ihnen einen kleinen Rundgang durch Weigard. Besichtigen Sie dabei in Nordweigard den Schaukasten mit der Darstellung der Wasserlösung und Entwässerung eines Einzugsgebietes von ca. 75.000 Hektar. Schauen Sie sich anschließend in Weigard Süd den Schaukasten zum Thema Hausbau in Nordfriesland und Bauen in der Landschaft an. Wenn Sie auch an Fahrradtouren interessiert sind, lege ich Ihnen eine Tour über Ockholm nach Schlüssel ans Herz. In Ockholm können Sie den alten Bongsieler Hafen besichtigen. In Schlüssel haben Sie neben einem beeindruckenden Blick auf die Insel und Halligwelt die Möglichkeit, in dem riesigen Natur- und Vogelschutzgebiet im Hauke Heidenkurk die Natur zu beobachten. So, nun geht es auf die letzte Etappe nach Riesum-Lindholm. Dort hörten Sie wieder von mir.